Göttinger Innenstadt. Seit 1901 stehe ich hier und gucke mir das Treiben im Herzen der Universitätsstadt an. Auch wenn es den Göttingern noch zu kalt ist, um sich lange draußen aufzuhalten, ich bleibe meinem Platz treu. Viele Veränderungen habe ich schon gesehen und es werden sicher auch noch viele kommen. Ein paar Häuser stehen aber schon seit vielen Jahren unverändert hier neben mir. Gemeinsam trotzen wir jedem Wind und Wetter. Langweilig wird mir also nicht. Ich habe auch viel Besuch. Oft treffen sich Menschen zu meinen Füßen. Und wenn mal keiner kommt, habe ich auch noch meine Gans bei mir. Das Gänseliesen. In der Mitte Göttings ist ihr Zuhause. Und auch im Winter schmücken bunte Blumen die Statue. Scheinbar hat sie für manche Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Als ich hier angefangen habe, in Göttingen zu studieren, war mein erster Tag, als ich hier war und in die Stadt gegangen bin, da war gerade das Gänseliesel-Fest. Und da war also ein großer Trubel in der Stadt und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und da habe ich dann irgendwann rausgefunden, es geht also um das Gänseliesel. Und habe dann da schon festgestellt, dass das Gänseliesel also irgendwie eine große Bedeutung hat für die Stadt. Meine ganz persönliche Bedeutung des Gänseliesels ist eine ganz spezielle, weil ich 2010, 2011 zum Gänseliesel gewählt wurde. Und vorher war das halt so der Treffpunkt in der Stadt, aber hinterher hat das dann natürlich so eine viel engere Bedeutung. Man fühlt sich halt, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, viel verbundener mit der Stadt. Und es ist alles einfach ganz anders irgendwie. Man hat so einen viel engeren Bezug dazu und freut sich, wenn das schön geschmückt ist. Jedes Jahr wird also eine Stellvertreterin für das Liesel gewählt, denn das muss ja schließlich vor dem Rathaus bleiben. Für ein Jahr darf die Gewinnerin die Stadt dann als lebendes Liesel repräsentieren. Meine Aufgaben waren hauptsächlich, zu irgendwelchen Events zu gehen und da war es dann immer ganz unterschiedlich. Also entweder wurde man angerufen und man sollte zum Beispiel beim Handwerkerball die Leute begrüßen am Anfang, bis alle drin sind oder so, oder irgendwelche Fototermine mit Besuchern oder so. Also es war ganz unterschiedlich und es war einfach total schön, weil die Leute auf einen zugekommen sind, Fotos machen wollten, gefragt haben, warum man denn mit einer Gans durch die Gegend läuft, falls sie es nicht kannten oder so. Also es war wirklich ein schönes Jahr. Ja. Die Gänseliesel-Statue wird Jennifer immer an diese Zeit erinnern. Doch welche Bedeutung hat das Liesel wohl für die restlichen Göttinger? Nun ja, für den ganz normalen Bürger weiß ich nicht, aber für die Studenten vielleicht, zumindest für die Promovierenden, die dann noch ihren Doktor machen, ist es ja was Besonderes, wenn sie das Gänseliesel dann küssen. Das Gänseliesel ist natürlich allen Göttinger Studenten Begriff von Anfang an, nicht nur weil es auf der Mitte des Marktplatzes steht, sondern weil einfach auch alle Studenten gleich von Anfang an wissen, dass wenn man einen Doktor hat, man auf das Gänseliesel steigt, das Gänseliesel küsst. Und ich glaube, das hat mich eigentlich das ganze Studium begleitet. Katharina Behrens durfte auch selbst das Gänseliesel küssen. An ihren großen Tag kann sie es dank vieler Fotos noch gut erinnern. Ja, also am Morgen die Prüfung zwischen 10 und 12, glaube ich. Und gleich im Anschluss hatten wir einen kleinen Empfang im Dekanat gemacht. Das war schön mit der Familie eben, die natürlich auch viel Anteil genommen hat in den letzten Jahren. Und dann hatten meine Freunde und Mitdoktoranden, wie das zu erwarten war, einen sehr schönen Wagen vorbereitet, einen Doktorhut gemacht. Und ja, dann gab es den Zug über den Campus und durch die Stadt hierher. Wir fuhren mit dem Wagen vor, einmal eine Ehrenrunde um das Gänseliesel und dann ging eigentlich alles recht schnell. Dann ist ja hier dieser wunderbare Stein, der Trittstein. Wenn im Sommer Wasser drin ist, ist ja auch dringend nötig, denn sonst wäre es wirklich ein großer Sprung. Und ja, dann bin ich eben hoch auf den Stein, habe mich hochgezogen und aufgrund meiner Körpergröße war das aber eigentlich alles ganz unproblematisch und ich kam dann auch gut dran ans Gänseliesel und habe das Gänseliesel küssen können. Ja, das war gar nicht so schlimm. Während Katharina Behrens noch gerne an ihren Kuss zurückdenkt, arbeitet Christoph Kohlmann noch darauf hin. Also im Moment versuche ich noch gar nicht so oft dran zu denken, da bin ich so ein bisschen abergläubisch. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich mir das schon manchmal so gedanklich vorgestellt, da hochzuklettern und das Gänseliesel zu küssen. Das ist natürlich einfach so der Augenblick, dass man es dann geschafft hat mit der Doktorarbeit. So ein bisschen gucke ich natürlich auch schon mal, wenn man hier die Leute sieht, wenn die dann mit dem Bollerwagen losziehen und durch die Innenstadt, durch die Fußgängerzone und der Doktorand dann da, das Gänseliesel küsst, da denkt man natürlich, ja, da würde ich auch gerne hin. Natürlich in den Jahren, als die Doktorarbeit am Laufen war und man auch immer mal wieder mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, schaffe ich das eigentlich? Da war der Gang hier über den Marktplatz manchmal so ein bisschen bedrückt mit dem Blick aufs Gänseliesel und werde ich da jemals stehen? Und natürlich ist das jetzt eben anders und man geht ganz anders über diesen Marktplatz und guckt hoch und denkt, ja, da habe ich gestanden.
Durch die Arbeit an einer Promotion ändert sich also die Bedeutung des Gänseliesels für viele Doktoranden und die Statue wird zu einem besonderen Symbol. Aber auch als Student war sie für Christoph immer präsent. Das war einfach immer der Treffpunkt für uns Studenten, also wenn man abends irgendwie weggehen wollte oder dann auch in der O-Phase. Das Gänseliesel. Es ist der Mittelpunkt der Stadt, ein beliebter Treffpunkt und für viele Göttinger auch ein Erinnerungsort. Wie wertvoll es für die Bürger ist und die ganz persönlichen Geschichten, trägt ein jeder im Innern mit sich. Und auch ich trage unsere gemeinsame Erinnerung in meinem Herzen. Über jeden Blumenstrauß und jedes Lächeln von euch freue ich mich. Ich warte auf euch in der Göttinger Innenstadt.